Wir unterstützen die, die Hilfe benötigen. Gute Unterhaltung wünscht DIT München. Dreimal ganz in Ihrer Nähe. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute mit dem Kulturreferenten unserer Stadt, Hans-Georg Küppers. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Jetzt können wir mal erfahren, was denn eigentlich so ein Kulturreferent für Aufgaben hat. Wenn Sie es in einer Nussschale beschreiben sollten, was Sie für die Stadt München zu tun haben, wie würden Sie es beschreiben? Eine Nussschale würde bedeuten, ein Kulturreferent ist das Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung. Und er steuert eben ein Kulturreferat mit immerhin 1500 Leuten. Das heißt Theater, Museen, Volkshochschule, Bibliotheken. Dafür ist er verantwortlich und da gibt er ein Stück die Richtung vor. Als Verantwortlicher für diesen großen Bereich werden Sie wahrscheinlich jetzt in der Öffentlichkeit nicht sagen wollen, was Ihr Lieblingsbereich ist. Aber wenn jetzt mal keiner zuhört, was ist so das, wo Sie sich am wohlsten fühlen? Also, wenn keiner zuhört, sage ich, es ist wie in der Familie. Die Eltern haben alle ihre Kinder gerne. Aber so eine Präferenz liegt auch von der Ausbildung her natürlich beim Bereich Literatur und Theater. Da kenne ich mich besonders gut aus. Aber alle anderen Dinge sind mir in der Tat genauso wichtig. Aha. Deshalb fangen wir natürlich auch hier beim Volkstheater an, wo wir uns jetzt gerade befinden. Da haben Sie natürlich jetzt eine riesige Aufgabe, denn das Volkstheater ist ja hier jetzt seit vielen Jahren, soll hier aber raus. Wie weit sind Sie da in den Vorbereitungen? Also wir müssen ja 2020 hier raus. Wir haben das ja hier nur angemietet. Und wir werden mit dem Volkstheater zum Viehhof ziehen. Mhm. Dort liegen jetzt die Planungen bereits vor, also sowas wie ein Raumbuch, was kommt wohin, wie wird es wahrscheinlich aussehen, wissen wir noch nicht, weil der Architekturwettbewerb erst noch kommen wird. Aber wir wissen, was wir wollen, was wir an Räumlichkeiten brauchen und wir wissen, wohin wir wollen. Und der Widerstand, der Ihnen da nun auch begegnet, da gibt es ja ein Kino, da gibt es die Anwohner, die natürlich immer bei so neuen Entwicklungen erstmal sagen, wollen wir nicht. Ja, das halte ich für ganz normal, wenn etwas Neues kommt, dass man dann viel miteinander reden muss, um zu sagen, was ist denn der Vorteil, wenn ein Volkstheater, wenn ein Theater dort im Stadtteil ist. Ich glaube, durch die vielen Gespräche, die wir führen und geführt haben, hat sich dieser zuerst massive Widerstand ein ganzes Stück reduziert. Und ich habe das Gefühl, man freut sich jetzt auch darauf, dass das Volkstheater gerade an diesen Platz kommt. Ich meine, der Intendant hier, der Herr Stückel, der hat ja richtig was geschaffen. Inwieweit prägt er auch die Theaterlandschaft hier bei uns in München? Also Stückel hat mit seinen Arbeiten und wie er es macht, natürlich ganz entscheidend die Theaterlandschaft geprägt, indem er viele junge Regisseure und Regisseurinnen hier hingeholt hat, indem er die jungen Schauspielerinnen und Schauspielern hier auf der Bühne zugelassen hat. Und er macht damit ein Theater, was es sonst in dieser Stadt so nicht gibt. Nicht volkstümlich, sondern qualitativ gutes Theater, aber gerade mit jungen Menschen. Viele haben ja immer die Sorge, dass Theater eigentlich nur Kosten produziert. Inwieweit ist es beim Volkstheater eigentlich der Fall und wie ausgebucht ist es überhaupt? Also es ist im Kulturbereich und auch im Theaterbereich immer so, dass Kosten produziert werden. Ja, es war noch nie anders. Mit Kultur verdient man kein Geld. Aber unsere Aufgabe ist es ja auch nicht, Gewinne zu machen, sondern geistigen Gewinn zu schaffen dabei. Und wir haben hier im Volkstheater immerhin über 120.000 Besucher im Jahr. Und was schön ist, wir haben auch ein sehr junges Publikum hier. Man sagt ja immer, man sieht viel Grauhaarige. Das finde ich jetzt aber auch kein Nachteil. Aber hier ist ein sehr junges Publikum. Das hat auch mit der Art des Theatermachens hier zu tun. Genau, denn wenn man sich andere Theater anschaut, für die Sie ja auch mitverantwortlich sind, also greifen wir jetzt mal das deutsche Theater raus, da ist es mit der Jugend nicht so weit her wie hier im Volkstheater, ne? Also so weit nicht. Ich will nicht sagen, dass es das da nicht gibt. Das gibt es auch. Aber ein Musicaltheater ist vielleicht auch für Jugendliche nicht so attraktiv wie ein Schauspiel. Noch nicht, kann man auch sagen. Das kommt mit den Jahren dann. Ist ja eigentlich auch wurscht, weil ob da ein Älterer oder ein Jüngerer sitzt, ist ja egal. Hauptsache, die Theater sind voll. Wie sind denn die Münchner Theater, die unter der Verantwortung der Stadt stehen, ausgebucht? Also die Theater haben schon eine Ausbuchung von 75 bis 90%. Das ist viel.
Zumal ja in einer Stadt wie München ein riesiges Kulturangebot da ist. Es gibt auch noch die Staatstheater, die dazukommen. Von daher ist das eine wirklich gute Zahl an Buchungen, die wir haben. Mhm. Sie haben ja jetzt in den Kammerspielen einen relativ neuen Verantwortlichen, den Herrn Lilienthal. Hat der sich so durchgesetzt, wie Sie sich das gewünscht haben? Also als ich Matthias Lilienthal vorgeschlagen hatte, wusste ich, welches Art Theater er machen wird. Und genau diese Art Theater macht er auch. Das heißt auch viel mit der freien Szene zusammen, viele Projekte, aber natürlich auch die Klassiker, ob das jetzt ein Hamlet sein wird in der kommenden Saison oder ein Kirschgarten oder den Kaufmann von Venedig. Er macht eine andere Art von Theater, was ein Stück mit der bisherigen Tradition bricht oder sie auch weiterführt, kann man sagen, von Johann Simons. Das hatte ich so erwartet und deshalb habe ich ihn auch vorgeschlagen. Es sollte nicht alles so bleiben, wie es ist, sondern Theater entwickelt sich wie Gesellschaft auch weiter. Er macht sich ja sehr dieses Thema Immigration und Digitalisierung so mit zur Aufgabe. Haben Sie das Gefühl, dass er auch außerhalb dieser Theaterwelt, die die Kammerspiele ja hat, die haben ja ganz treue Zuschauer, dass er da auch die anderen genügend anspricht, um auch neue Leute fürs Theater zu begeistern? Ich glaube, wenn das jemand macht, dann macht das Matthias Lilienthal, indem er eben das Theater auch verlässt. Shabby Shabby Apartments war ja eines der ersten Projekte, die in der Innenstadt stattgefunden haben. Die Kooperationen, die er mit der freien Szene pflegt, sind auch in dieser Größenordnung jedenfalls neu. Das heißt, er bewegt sich wirklich auch außerhalb des Theaters und gerade außerhalb des Theaters, obwohl natürlich die Heimstadt ist das Schauspielhaus, unser großes Schauspielhaus. Aber er beschränkt sich nicht darauf. Und das finde ich etwas sehr Gutes, dass man sagt, das Theater ist für die Stadt, für die Menschen in dieser Stadt da. Und wir als Theater zeigen uns auch in dieser Stadt. Wo Sie es ansprechen, dieses Shabby Shabby, da hat er ja Leute zum Beispiel vor der Staatsoper in einem Verschlag wohnen lassen. Und das Gleiche hat er auch in der Maximilianstraße gemacht. Man hatte aber so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht ganz durchgedrungen ist. Ist er vielleicht auch ein bisschen gebremst, weil er weiß, München ist nicht Berlin, wo er ja eigentlich herkommt und wo man anders auf den Putz hauen kann als hier in München, mal ganz leger gefragt? Also, dass München nicht Berlin ist, ist gut so, Gott sei Dank. Und sein Projekt Shabby Apartments hat, glaube ich, hier in der Stadt, weil es einmalig war und neu war, schon große Aufmerksamkeit, vielleicht auch Unverständnis erweckt. Das finde ich nicht schlimm, das finde ich nicht tragisch. Aber man hat sehr deutlich gemerkt, auch bei den vielen Führungen, die wir gemacht haben, dass sich Menschen mit dieser Idee, wie kann man denn eigentlich hier wohnen, wie kann man bauen, kann man anders bauen, sich auseinandergesetzt haben. Und das war ja Sinn dieses Projektes auch. Mhm. Es gibt ja ein Theater im Bayerischen Hof, was sich völlig selber finanziert, die Komödie. Mhm. Die Frau Bönisch ist gestorben, das war die Intendantin dort. Da entsteht immer die Frage, sollte das nicht auch mit subventioniert werden? Wie stehen Sie dazu? Können Sie sich vorstellen, dass man eben auch ein solches Theater städtisch begleitet finanziell? Also wenn sich eine Notwendigkeit ergibt, kann ich mir auch vorstellen, dass man in der Tat dieses Theater städtischerseits auch begleitet. Bisher hatten Sie richtigerweise gesagt, trägt sich dieses Theater selbst. Wir sind immer dann da, wenn es darum geht, dass etwas, was wichtig und notwendig ist im Kulturbereich für diese Stadt, sich nicht selbst tragen kann. Und da muss man abwarten, wie es jetzt nach Frau Bönisch weitergeht. Ist ja so ein ganz bestimmtes Genre. Also Komödie ist ja etwas, wo der eine oder andere sagt, das ist jetzt nichts für Intellektuelle. Da ist sozusagen, da werden ganz andere Leute angesprochen. Was ja auf jeden Fall das Volkstheater und die Kammerspiele so nicht machen. Würde das in das Konzept der Stadt passen? Also allein die Zuschauerzahlen in der Komödie zeigen, dass es einen Bedarf dafür gibt. Und ich glaube, Komödie hat nichts damit zu tun, intellektuell zu sein oder nicht intellektuell zu sein. Es geht darum, gutes Theater zu machen. Und die Komödie im Bayerischen Hof macht gutes Theater. Und das ist für mich wichtig, ganz einfach. Und es gibt ein Publikum, die dieses Theater gutieren. Und also braucht diese Stadt eine solche Komödie. Herr Küppers, wie muss man sich das vorstellen? Da gibt es also, um nur mal drei zu nennen, das Deutsche Theater, die Kammerspiele und hier das Volkstheater.
Wie treffen Sie sich dann mit den Intendanten und inwieweit müssen die mit Ihnen abklären, wie das Programm aussieht? Oder was ist dann noch, nachdem also diese Intendanten hier etabliert sind, noch Ihre Aufgabe, Ihre Kommunikation mit denen? Also die Kommunikation, die regelmäßig stattfindet mit den Intendanten an den Theatern, besteht auch darin, dass man ein Stückchen auch die Gesamtrichtung der Kulturpolitik mit ihnen diskutiert. Also machen wir ein Projekt beispielhaft zum Thema Inklusion. Dann hat das Volkstheater zum Beispiel auch da mitgemacht, auch mit Stücken. Die künstlerische Freiheit, wie sie ihren Spielplan aufbauen, die liegt völlig bei ihnen. Das ist am Anfang durch eine Personalentscheidung, weiß ich, wo ich hin will. Aber was sie dann machen, das ist eine künstlerische Freiheit, die bei ihnen liegt. Und da würde ich mich auch nicht einmischen. In den Gesprächen selbst, die wir miteinander führen, ist es dann natürlich so, man tauscht sich aus und man hört dann schon, was könnte denn noch wichtig sein. Aber ich würde niemals sagen, ihr müsst jetzt den Nathan machen oder ihr müsst Emilia Galotti machen oder ihr müsst wen auch immer auf die Bühne bringen. Ja, weil Sie von Personalentscheidungen sprechen, Ihre Personalentscheidung war auf jeden Fall der Herr Lilienthal von den Kammerspielen. Den haben Sie also dort hineingesetzt. Wer noch? Welcher Intendant oder wo haben Sie noch eine wichtige Personalentscheidung in Ihren vergangenen 10 Jahren getroffen? Ja, ich meine, Johann Simons, der Vorgänger von Lilienthal, war natürlich auch eine Empfehlung von mir. Ja. Gergef oder Marcel bei den Philharmonikern, das heißt unsere Chefdirigenten, waren sicherlich auch nach außen wirkende wichtige Entscheidungen, manchmal nicht unumstritten, aber es waren wichtige und ich glaube auch gute Entscheidungen. Und es gibt Entscheidungen, die wirken vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit, sind aber sehr wichtig. Zum Beispiel, dass wir den Kollegen Ackermann an die Bibliothek geholt haben, die größte kommunale Bibliothek Deutschlands. Das sind Dinge, die entscheidend und wichtig sind, mit denen man auch ein Stückchen die Kulturpolitik strukturiert. Sie haben es gerade selber gesagt, eben manche Entscheidungen nicht ganz unumstritten. Marcel war so eine Entscheidung, hat sich sehr positiv gegenüber Putin geäußert, was im Stadtrat dann umstritten war. Wie sind Sie aus diesem Konflikt rausgekommen? Also Gergef, Gergef, Entschuldigung. Ja, nein, das ist ja kein Problem. Ich habe mit ihm gesprochen und geredet, nicht um ihn von seiner Meinung abzubringen, denn wir haben hier Gott sei Dank eine Meinungsfreiheit und da darf man auch sagen, was man wovon hält. Und wenn jemand eine andere Meinung hat, dann halte ich das für kein Problem. Aber man muss immer sehen, dass wenn man als städtischer Mitarbeiter, das hört sich beim Chefdirigenten komisch an, aber letztendlich ist es ja so, dass man ein Stück auch Stadt repräsentiert und dass man sich dann mit politischen Äußerungen ein wenig zurückhält, ohne dass wir hier irgendeine, und das fand ich sehr wichtig, Gesinnungsschnüffelei betreiben. Das ist ein exzellenter Dirigent und ich bin froh, dass wir ihn gewonnen haben. Und jeder darf seine eigene Meinung haben, auch wenn sie nicht die Meinung von der Bundeskanzlerin ist. Womit wir dann auch beim Gasteig gelandet werden, was ja für Sie auch ein riesiges Projekt ist. Haben Sie das Gefühl, dass es da vorangeht, was also den Umbau des Gasteigs anbelangt? Oder stehen wir eigentlich immer noch da, wo wir vor 3 Jahren gestanden haben? Nein, es geht gerade beim Gasteig in kleinen Schritten voran. Das finde ich aber auch kein Problem, weil es ist ein Mammutprojekt, muss man sagen. Das Volkstheater ist ein großes Projekt, aber der Gasteig ist ein Mammutprojekt mit der Philharmonie, mit der Bibliothek, mit der Volkshochschule, mit der Hochschule für Musik, die wir drin haben. Und ein solches Mammutprojekt muss ganz gründlich vorbereitet sein, vor allen Dingen in der Planung auch. Die Zeit, die wir jetzt hier in der Planung drauflegen, die werden wir später beim Bau gewinnen und hoffentlich auch bei den Finanzen gewinnen. Deshalb ist es sorgfältig, das Richtige ist so sorgfältig zu machen. Und wir müssen natürlich auch sorgfältig prüfen, wo sind denn Übergangslösungen in dieser Zeit? Genau, die Philharmonie ist da natürlich das Hauptthema. Haben Sie da schon eine Idee oder einen beliebten Ort, wo Sie sagen, den präferiere ich vor allen anderen? Also präferieren nicht, aber wir sind ja im Augenblick, überlegen wir mit Investoren in Bezug auf die Paketposthalle am Hirschgarten. Wir sind mit Investoren im Gespräch in Aubing draußen. Am Heizkraftwerk, was ja umgebaut werden soll. Das sind Möglichkeiten. Und ich habe natürlich auch immer die Möglichkeit im Kopf, wenn denn der neue Konzertsaal des Landes fertig ist, auch den mit zu nutzen. Glauben Sie wirklich, dass der vorher fertig ist, bevor der Gasteig umgebaut worden ist?
Also da bin ich fest von überzeugt, dass der Fuhr fertig ist, denn die Fortschritte sind ja dort deutlich, jedenfalls in den Zeitungen zu lesen. Dieser Konzertsaal wird auch nicht vor 20 oder 21 fertig sein, das ist völlig klar. Aber da sollte man lieber, glaube ich, ein Stückchen abwarten, um dann eine gute Lösung für den Interimsstandort auch zu treffen. Hier im Volkstheater, wo wir jetzt gerade auf der Bühne stehen, passt natürlich auch das Thema freie Theatergruppen. Inwieweit ist das ein Thema, was Sie interessiert? Inwieweit fördern Sie eben auch wirklich freie Theatergruppen, die nicht so eng wie das Volkstheater und die Kammerspiele an die Stadt angebunden sind? Also für mich gehört die freie Szene, ob im Theaterbereich oder Tanzbereich, immer entscheidend zu einer Stadt dazu. Sie ist ein ganz wichtiger Baustein, weil auch aus der freien Szene heraus oft innovative Ideen, Vorschläge, Umsetzungsvorschläge kommen. Und wir haben in den letzten Jahren, seit ich hier bin, schon massiv auch finanziell dort hinein investiert. Ich sage nie subventioniert, sondern wir investieren immer in die Kultur, weil wir in die Köpfe der Menschen investieren. Und ich glaube, diese Investitionen sind gerade in der freien Szene, ob das jetzt im Metropol, im Pathos, im Tamstheater sind, im Teamtheater Tankstelle, gut angelegt, weil das, was dort auf die Bühne kommt, sind Dinge, die wir sonst so in unseren großen Theatern nicht machen würden, obwohl die Kooperation zwischen Kammerspielen und freien Theatern das ein Stückchen aufweicht, was ich auch gut und richtig finde. Also freie Szene, freie Theater, freier Tanz ist ein wesentlicher Mosaikstein für München. Nochmal die Kammerspiele, weil Sie sie gerade ansprechen, hat eine riesige Tradition. Brecht hat da inszeniert und dann war es eben auch diese lange Zeit von Dornen, der Dorn, der da inszeniert hat. Das Konzept ist jetzt so ein bisschen anders geworden, nicht? Weil eben auch freie oder Gruppen da auftreten können und inszenieren können, die es in der Form vorher da nicht gegeben hat. Ja, verändern Sie damit den Charakter der Kammerspiele? Das glaube ich nicht, sondern wir erweitern sozusagen das Portfolio der Kammerspiele damit. Ich bin der Überzeugung, dass wir auch von freien Gruppen, auch bei einem fest strukturierten Haus, einiges lernen können, was die machen, wie sie es machen. Und ich glaube, dass die freien Gruppen auch von den Kammerspielen natürlich profitieren. Ob es jetzt von der Infrastruktur ist, die da ist, ob das von den Probemöglichkeiten gibt. Ich glaube, dass beide Seiten davon einen Gewinn haben werden. Dadurch werden aber jetzt nicht die Kammerspiele in ihrer Struktur erschüttert, sondern es kommt etwas hinzu, wo mancher sagt, oh, das ist aber ungewöhnlich. Genau, das feste Ensemble gibt es da zwar auch, aber es spielen eben auch noch andere Gruppen dort, was man den einen oder anderen irritiert, der sozusagen die Kammerspiele in den letzten Jahrzehnten verfolgt hat. Das ist richtig, das bekomme ich natürlich auch mit, das höre ich auch. Aber ich denke, Irritation ist nicht das Schlechteste. Stagnation, wenn immer alles beim Gleichen bleibt, das wäre schlecht. Ein Stück irritieren, zu fragen, warum ist das jetzt so? Was bringen die uns hier mit ihren Stücken? Ich glaube, dass das ein Stück für die Weiterentwicklung eines Theaters, aber auch ein Stück Weiterentwicklung bei uns selbst, dass es dafür ganz wichtig ist. Natürlich versteht man, dass also Theater, eben, Sie sagen, nicht subventioniert werden, aber gefördert werden. Trotzdem muss man natürlich immer auch gucken, inwieweit rechnet sich das Ganze, wenn Sie das jetzt, wie die Kammerspiele laufen, mit dem vergleichen, wie sie vorher gelaufen sind bezüglich Zuschauerzahlen. Wie hat sich das entwickelt? Also die Zuschauerzahlen bei den Kammerspielen jetzt unter der neuen Intendanz sind ein Stückchen noch nach oben gegangen. Das heißt, es gibt also ein Publikum. Wir sehen, dass das Publikum sich deutlich verjüngt hat. Wir haben einen hohen Zuwachs an Studentinnen und Studenten. Das können wir ja feststellen bei den Karten, die wir verkaufen. Also ich glaube, dass die Entwicklung, die Zukunftsträchtigkeit der Kammerspiele mit dem, wie wir es jetzt machen, gewährleistet ist. Und hier im Volkstheater, wie entwickelt sich hier die Zuschauerzahlen? Weil das ist ja eigentlich wirklich auch ein Theater, was eben auch schon sehr, sehr lange eben von dem gleichen Intendanten geführt wird. Also dadurch, dass es Christian Stückel immer wieder gelingt, neue interessante Regisseure und Regisseurinnen und Stücke hier hinzuholen, oder dadurch, dass wir das Festival, was ja gerade beendet wurde, radikal jung hier bei uns haben, sind die Zuschauerzahlen auch hier ziemlich hoch, mit einer knapp 90%igen Platzausnutzung und 120.000 Besucherinnen und Besuchern. Das ist schon was für ein Theater. Was hat denn der Kulturreferent so in seinem Köcher für die Zukunft? Haben Sie da noch Dinge, die uns Münchner überraschen könnte?
Ja, überraschend weiß ich nicht, aber wir haben einige große, im wahrsten Sinne des Wortes, Baustellen da. Das Stadtmuseum nenne ich, was umgebaut werden muss. Um Volkstheater haben wir schon gesprochen. Aber mir ist immer wichtig, es gibt viele Baustellen, die jetzt so in der breiten Öffentlichkeit nicht so bekannt sind. Aber wir haben zum Beispiel die Stadtbibliotheken in den verschiedenen Stadtteilen massiv ausgebaut. Wir haben die Stadtteilkulturzentren massiv ausgebaut. Und das ist mir wichtig, dass das in den kommenden Jahren auch passiert. Denn ich bin jemand, der gerade das Thema Stadtteilkulturarbeit sehr stark vertritt. Weil ich glaube, dass da, wo die Menschen zu Hause sind, wo sie tagtäglich umgehen miteinander, wo sie sich tagtäglich begegnen, dass da Kultur notwendig und sinnvoll ist im unmittelbaren Umfeld. Und deshalb ist das ein Bereich, den wir in den kommenden Jahren auch weiter stärken werden. Glauben Sie, dass die Buchhandlungen bzw. Bibliotheken eine Zukunft haben, gerade im Zeitalter der Digitalisierung und wo doch sehr viel Kindle und ähnliche Computer im Vormarsch sind? Also die Zahlen in den Bibliotheken sprechen für sich und sie werden auch noch weiter steigen. In unserer Stadtbibliothek haben wir insgesamt im Jahr 4,7 Millionen Besucher. Es ist gestiegen, wir waren vor 2, 3 Jahren bei 4,5 Millionen. Wir verschließen uns auch keineswegs dort die neuen Entwicklungen. E-Books sind bei uns eine Selbstverständlichkeit, Online-Ausleihen sind eine Selbstverständlichkeit. Aber ich glaube, dass der Kern der Bibliothek, das Buch, das Haptische und auch der Ort Bibliothek als Ort der Begegnung erhalten bleiben wird. Da wird uns die digitale Revolution nichts anhaben können. Wir unterstützen die, die Hilfe benötigen. Gute Unterhaltung wünscht DIT München. Dreimal ganz in ihrer Nähe. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herr Küppers, jetzt stehen wir hier an einem wunderschönen Ort, das eben vor dem Lehmbachhaus. Das Tolle hat sich das entwickeln können. Wie stolz sind Sie auch darauf jetzt, dass also die Stadt jetzt diesen Platz endlich mal zu einem Platz geschaffen hat, wo man sich gerne aufhält? Also das finde ich ein ganz wichtiges Zeichen, weil Plätze sind ja dazu da, in der Tat, um sich aufzuhalten, nicht nur um Betonwüsten zu sein. Und das ist hier ein Platz geworden, der wirklich lebt, der brummt, wo Menschen gerne hinkommen, der Flaneur, der einfach nur durchgeht, aber auch diejenigen, die ins Lehmbachhaus kommen. Und da zeigt sich auch Kultur und Stadtentwicklung, die gehören ganz eng zusammen. Das ist ja jetzt so dieses Kulturareal auch. Da hinten sind dann die ganzen Pinakotheken und man hat bei dem Thema das Gefühl, dass da schon lange versucht wird, so einen Sack zuzubinden, aber es gelingt irgendwie nicht. Klar, da ist die Stadt dran beteiligt, da ist das Land dran beteiligt, dann haben Sie natürlich die ganzen Interessen der verschiedenen Pinakotheken. Geht es denn irgendwann mal zusammen, dass man erkennt, dieses Areal gehört zusammen? Ja, also das Schöne ist erstmal, dass viele beteiligt sind und viele auch mitmachen. Stadt und Land und die Museumsleute und die Leiter der Hochschule. Das ist ja nicht nur ein Kultur-, sondern auch ein Wissenschaftsareal. Wir haben ja hier ganz viele Einrichtungen. Und da wird was zusammengehen. Da dauern auch die Planungen längere Zeit. Verkehrlich wird schon was gemacht. Es wird demnächst auch ein Wegweisersystem geben in diesen Bereichen. Und dieses Kunstareal, was ja 5000 Jahre Kunstgeschichte zeigt, sozusagen noch besser zu vermarkten, ähnlich wie in Wien, die Praterinsel, das ist eine Aufgabe, die noch vor uns steht, aber ich halte das für wichtig, dass wir das schaffen und hinbekommen. Und ich bin der Überzeugung, wir kriegen das auch hin. Man hört das eben wirklich schon seit Jahren, dass darüber so geredet wird. Was macht Sie denn, was ermutigt Sie denn jetzt, was ist denn anders geworden in den letzten Wochen oder Monaten im Vergleich zu vor 2 Jahren oder vor 4 Jahren, wo man auch immer gesagt hat, wir müssen dieses Kunstareal zusammenbinden, damit auch die Menschen, die nicht in München leben, den Wert dieses Areals auch erkennen. Ich glaube, was ich festgestellt habe, ist, dass der Wille von allen Seiten wesentlich gestärkt worden ist. Das zeigt sich auch darin, dass wir ja jetzt Personal dafür eingestellt haben, was die Stadt zur Hälfte und das Land zur Hälfte bezahlt. Das macht mich optimistisch, dass der wirkliche Wille da ist, das hier in München nach vorne zu bringen. Ich kann Ihnen nicht versprechen, ob es im nächsten Jahr ist. Wir haben gerade ein Buch veröffentlicht zum Kunstareal. Das heißt, ein kleiner Schritt ist wieder da getan. Die Tafeln, die kommen werden, sind jetzt in der Produktion. Schritt für Schritt geht es vorwärts, wenn auch langsam, aber wichtig ist, es geht vorwärts. Dass es vorwärts geht, das hat man dort drüben gesehen. Da ist nämlich das NS-Dokumentationszentrum.
Wie wichtig war Ihnen das, dass es also auch genau an dieser Stelle dann eben gebaut worden ist? Also das NS-Dokumentationszentrum ist eines der wichtigsten kulturellen Projekte in den letzten Jahren sowieso gewesen. Es steht genau am Platz des Braunen Hauses. Das heißt, wir haben mit einem demokratischen Lern- und Erinnerungsort einen ehemaligen Nazi-Ort besetzt. Und es liegt da im Viertel, wo über 5000 Menschen auch am Holocaust gearbeitet haben, am unmittelbaren, authentischen Ort. Und das ist etwas unendlich Wichtiges, auch für unsere Besucher zu zeigen, wenn man rausguckt, hier war es, hier ist es passiert, nichts Abstraktes. Und ich glaube, dass dieses Zentrum gerade heute, es kam spät, aber nicht zu spät, wichtig ist, weil wir doch wieder sehen, dass Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus stark um sich greifen. Ich nenne nur die Pegida-Demonstrationen auch. Und hier Aufklärungsarbeit zu leisten und hier zu zeigen, wie ist es dazu gekommen, warum war es gerade München und was hat das heute noch mit mir zu tun, das ist die wichtige Aufgabe dieses Zentrums. Ist der Herr Nerdinger jetzt auch eigentlich verlängert worden, vertraglich, der Chef des NS-Dokumentationszentrums? Ja, ich habe dem Stadtrat vorgeschlagen, ihn bis 2018 zu verlängern. Der Grund dafür ist, erstens, er hat dieses Zentrum entwickelt. Er ist ein exzellenter Mann, der dieses Haus wirklich gut führt. Zum Zweiten, ein solches Haus muss sich auch erst ein bisschen stabilisieren. Wir haben vor einem Jahr eröffnet. Es gibt einige Dinge nachzuarbeiten. Es muss auf den Weg gebracht werden. Und das sollte man mit demjenigen machen, dessen Verdienst es letztendlich ist. Es gibt viele Gruppen, die mitgearbeitet haben, klar. Aber der die Zügel in der Hand gehalten hat. Er geht ja ein bisschen wirsch mit seinen Mitarbeitern um. Und es gibt ja auch von außen Menschen, die meinen, dass er nicht der Richtige am richtigen Ort sei. Da gab es wohl eine Frau, die ihr Bild von ihrem Vater da abgebildet hatte. Und dann wurde es ausgetauscht und nur noch die Nummer des KZ-Häftlings gezeigt. Und da gab es Missstimmung. Geht er nicht diplomatisch genug mit seinen Angestellten und auch mit Menschen, die von außen was beitragen wollen, um? Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Das kann ich nicht bestätigen. Es ist allerdings so, dass irgendjemand irgendwann eine Entscheidung treffen muss, was passiert jetzt hier oder dort. Das kann man diskutieren, das kann man im Diskurs erörtern. Und dann gibt es aber eine Entscheidung. Und die trifft er. Und das ist das Gute. Und wenn ich der Meinung gewesen wäre, er sei nicht der richtige Mann für diesen Ort, dann hätte ich ihn auch nicht vorgeschlagen. Aber ich bin der Meinung. Er kam ja in einer sehr kritischen Situation auch in dieses Amt, wo im Grunde genommen gar keiner in Sicht war, der diesen Job übernehmen sollte. Nicht? Wie sind Sie auf ihn gekommen? Also Professor Nerdinger hatte sich schon auch in seiner Zeit als Professor an der TU für die Schaffung eines solchen Zentrums eingesetzt, hat es ganz entscheidend und energisch mit vorwärts getrieben. Und seine Fähigkeiten, die er bewiesen hat in Bezug auf Ausstellungen, auch im Architekturmuseum, wo er der Chef war, haben gezeigt, er ist in der Lage, ein solches Zentrum auch so zu gestalten, dass es Interesse weckt und nicht langweilig wird. Und seine Verbundenheit eben mit dieser Idee, aber auch mit dem architektonischen Plan, der dahinter steht, hat mir gesagt, das könnte der richtige Mann an der richtigen Stelle sein. Und so war es dann auch. Herr Küppers, jetzt wollen wir mal ins Lehmbachhaus reingehen. Und ich weiß, und das macht mich sehr neugierig, dass da drin ein Kunstwerk ist, was Sie zu Ihren Lieblingswerken zählen. Herr Küppers, dieser Wirbel, der hat es Ihnen angetan. Warum? Also ich finde, es ist ein unglaubliches Kunstwerk. Da sind 450 Platten verarbeitet. Das wiegt 2,5 Tonnen. Und es hat eine so große Dynamik, dieses Wirbelwerk von Olaf Ohr Eliasson, die auch ein bisschen für dieses Haus steht. Das heißt, das ist ein Haus, in dem darf man ruhig laut sein, so wie wir es gerade sind. In dem darf man überall hingehen. Man muss nicht ehrfürchtig vor Bildern stehen. Und dieses Wirbeln, dieses Bunte, was sich auch in den Farbpaletten dort findet, das finden wir auch in unseren Ausstellungsräumen wieder, gerade beim Blauen Reiter. Insofern passt das hier wirklich richtig gut rein. Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, denke ich mir, ja, das war eine riesige und glänzende Idee, ein solches Wirbelwerk hier zu installieren. Auch dieses Alt und Neu, was Sie sich ja hier gewagt haben, waren Sie sich da immer im Klaren darüber, dass das auch aufgeht? Das hätte ja auch nicht passen können, also diese alte Fassade mit der neuen Fassade. Ja, da haben wir natürlich vorher auch Entwürfe gehabt. Und wir hatten mit Forster natürlich einen Architekten, der mit sowas umgehen kann. Das Schöne ist jetzt, dass das hier praktisch sozusagen unser erstes Monument ist. Fast ein bisschen wie ein Bühnenbild.
Und wenn dort oben jetzt plötzlich ein Opernsänger auftreten würde, würden wir uns, glaube ich, nicht wundern. Es ist wie im Theater, wie auf der Bühne. Und zum ersten Mal ist die Villa von Franz von Lehmbach hier so freigestellt worden. Und das Neue und das Alte spielt miteinander in der Tat. Und alle, die hier reinkommen, sagen, oh, das hätten wir nicht erwartet. Alle, die hier reinkommen, müssen ja erst mal ein Ticket ziehen, eine Eintrittskarte. Da ist ja in Ihrer Branche, wird es ja auch unterschiedlich diskutiert. Soll man Menschen den Eintritt in Museen frei ermöglichen, also ohne Kosten? Wie ist da Ihre Einstellung? Also wir haben hier, und deshalb ist das da vorne auch mein zweites Lieblingsbild, wir haben ja eine Regelung getroffen, dass Jugendliche und Schüler bis zu 18 Jahren freien Eintritt haben. Und dann kommt etwas, was es in der Bundesrepublik so nicht noch mal gibt. Sie sehen es auch. Die Jahreskarte kostet bei uns 20 Euro, ja. Ermäßigt 10 Euro. Das heißt, Sie können das ganze Jahr über in dieses Haus gehen, für 10 oder 20 Euro, jeden Tag, wenn Sie wollen, in den Garten die Sammlung sich anschauen. Mhm. Und ein solches durchgängiges Angebot, das darauf wirkt, dass niemand wegen des Geldes ausgeschlossen wird, das halte ich wirklich für etwas Großartiges, was wir hier geschaffen haben. Das gilt ja für alle Museen hier bei uns, jedenfalls die städtischen Museen in München. Das ist wichtiger, als man an einem Tag freien Eintritt zu gewähren. Sondern das ganze Jahr über, entweder umsonst als Schüler oder für ein wirklich geringes Entgelt hier zu sein, das ist toll. Was ja viele beklagen, ist die Tatsache, dass die Museen viel zu früh zumachen. Dass man also abends gar nicht mehr die Möglichkeit hat, gerade wenn man zu der arbeitenden Bevölkerung gehört, mal ins Museum, mal sich eine Ausstellung anzuschauen. Gibt es da Überlegungen, dass Sie das abends weiter noch verlängern, die Besuchzeiten? Also das ist immer eine Personal- und damit auch eine Kostenfrage. Im Augenblick ist das nicht. Ich finde das wünschenswert. Dafür haben wir allerdings auch samstags und sonntags geöffnet, das muss man auch sagen. Das ist natürlich auch etwas, wo man dann hingehen kann, wenn man jetzt bis 17, 18 oder 19 Uhr arbeiten muss. Aber vom Prinzip her geht es mir schon darüber, auch diese Öffnungszeiten ein Stückchen auszudehnen, um jedem die Möglichkeit zu geben, ins Museum zu kommen. Wie ist denn die Zusammenarbeit zwischen den staatlichen und den städtischen Museen? Also ich sag mal, Haus der Kunst oder die ganzen Pinakotheken. Reden Sie miteinander? Wird da gesagt, welche Ausstellungen jetzt zukünftig in den einzelnen Häusern stattfinden? Spricht man sich da ab? Also wir reden miteinander, denn wir empfinden uns nicht als Konkurrenten. Das ist wichtig. Also weder das Museum Brandhorst noch das Lehmbachhaus noch die Pinakotheken. Das ist ein kollegiales Miteinander-Umgehen. Wir haben auch zweimal im Jahr ungefähr, habe ich die Leiterinnen und Leiter der Museen in einer Runde zusammen, wo wir uns auch austauschen, was passiert, was kommt. Wie läuft es zum Beispiel in einem Bereich, der ziemlich neu, aber intensiv entwickelt worden ist, kulturelle Bildung, Kultur oder Kunstvermittlung dabei. Das passiert und natürlich weiß man auch, weil gerade Museen planen natürlich langfristig, wenn wir eine große Ausstellung machen, dann müssen wir ja Leihgaben aus der ganzen Welt auch zu uns holen. Das heißt, wir wissen 2 Jahre im Voraus schon, was kommt und das wissen die Kolleginnen und Kollegen dann auch. Insofern ist eine Absprache da. Interessanterweise haben Sie ja jetzt hier in München die Erfahrung gesammelt mit 2 verschiedenen Oberbürgermeistern. Wie unterscheidet sich denn Dieter Reiter von seinen Vorgänger in Bezug auf Kulturarbeit? Also Dieter Reiter ist ein Oberbürgermeister, der sich für die Kultur, ebenso wie es damals Christian Ude war, interessiert. Beispielhaft, was ich ein wunderschönes Zeichen fand, hat er vor kurzem die Bibliothek, die Zweigbibliothek in Giesing eröffnet. Also in einem Ortsteil. Das zeigt, dies ist ihm wichtig. Bibliotheken sind ja die erste Anlaufstation eigentlich für alle Schulkinder, bei der sie mit Kultur in Berührung kommen. Und er ist jemand, der in der Tat auch Kunst und Kultur in dieser Stadt für ein wesentliches, und zwar für ein ganz wesentliches Movens der Stadtentwicklung hält. Nicht nur für die Touristen, sondern auch für die Menschen in dieser Stadt. Und eine solche Einstellung zu haben, das ist nicht die Sahne auf dem Kuchen, was wir hier haben mit dem Lehmbachhaus, mit den Theatern, mit den Bibliotheken zum Beispiel. Diese Einstellung ist wichtig und die hat er. Wie keine Sahne auf den Kuchen? Naja, ich sage immer, Kultur ist die Hefe im Teig eigentlich, der einen Kuchen erst möglich macht. Es ist kein Add-on, es ist keine Stadtbehübschung, es ist nicht etwas, was man mal haben kann oder nicht haben sollte, sondern es ist ein wesentliches Element von Stadt und für die Menschen in dieser Stadt.
In welchem Bereich auch immer Sie diese Kultur wahrnehmen. Sie müssen nicht in ein Museum gehen, Sie können auch Street Art machen, Sie können ein Buch lesen, Sie müssen nicht zu den Philharmonikern gehen, Sie können auch sich ein Punkkonzert anhören. All das ist ja Kultur und dafür gibt es ein Bedürfnis und all das ist hier in München da und wir versuchen das zu stärken und zu verstärken. Sie haben nicht nur zwei verschiedene Oberbürgermeister in Ihrer Zeit hier kennengelernt, sondern Sie haben auch zwei verschiedene Koalitionen hier kennengelernt. Ist es schwieriger geworden, um Ihren Kulturhaushalt zu kämpfen oder ist es sogar leichter geworden? Also das Schöne, diese Feststellung habe ich auch in Stationen gemacht, in Bochum zum Beispiel, wo ich ja vorher lange Jahre war, ist, dass man im Kulturbereich die politische Konfrontation weniger sucht als zum Beispiel im Schulbereich. Da gibt es ideologische Fragestellungen. Gemeinschaftsschule, Gesamtschule, Ganztagsschule. Kultur kann aber auch zur ideologischen Fragestellung werden. Kann sein, aber ich glaube, da ist es auch ein bisschen das Geschick eines Kulturreferenten oder Dezernenten, dort etwas zusammenzuführen durch frühzeitiges Einbinden auch der Politik in Projekte. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube auch, dass die Politik viele Erfahrungen hat, die uns als Verwaltung dann auch wieder nützen. Und wenn man das so macht, dann kriegt man, ich will nicht sagen, es ist der Regelfall, aber in 95% aller Fälle sind ja unsere Vorlagen im Kulturausschuss, werden auch einstimmig beschlossen. Die Kulturlobby ist schon eine Lobby, die weiß, sie muss zusammenhalten, um sich gegen andere Lobbys in der Stadtpolitik auch durchzusetzen. Gibt es Kürzungen? Weil wir wissen ja, der Haushalt wird jetzt nicht unbedingt größer. Befürchten Sie, dass bei Ihnen dann Kürzungen stattfinden? Also wir haben keine Kürzungen in diesem Jahr und hatten auch im letzten Jahr keine, sondern wir konnten es ein Stück, ganzes Stück noch ausbauen, was auch richtig ist. Warum? München ist eine wachsende Stadt. Als ich hierher kam, hatte diese Stadt 1,3 Millionen Einwohner, jetzt hat sie 1,5 Millionen. Also 200.000 Menschen in der ganzen Stadt ist dazugekommen und das wirkt sich natürlich auch auf die kulturelle Infrastruktur aus, das wirkt sich aufs Kulturleben aus. Und die Stadt, das ist das Schöne, der Stadtrat sagt, diese Kultur ist wichtig, damit Menschen sich hier auch zu Hause fühlen. Insofern hat es keine Kürzungen gegeben. Was in den nächsten Jahren kommt, weiß ich nicht. Ich werde jedenfalls dafür kämpfen, dass wir weiterhin unseren Kulturetat nicht nur behalten, sondern womöglich weiter ausbauen können. Herr Küpper, es gibt ja in den Zeitungen manchmal so Umfragen, was ist Ihr liebster Ort in München? Wenn man mich fragen würde, dann wäre das eigentlich hier, der Park im Lehmbachhaus. Hier feiern Sie ja manchmal auch Feste, und zwar mit Künstlern dieser Stadt. Wer darf da kommen? Also, was wir hier manchmal machen, ist der Kulturempfang des Oberbürgermeisters. Also, ich feiere hier keine Feste mit Künstlern, sondern der OB gibt einen Empfang. Also und dann werden zum Beispiel die Preisträger und, vom Filmbereich, vom Theaterbereich, Nachwuchskünstlerinnen und Künstler eingeladen. Menschen, die im Kulturleben eine große Rolle spielen, die kommen dann alle zusammen. Und es ist da ein bisschen so wie ein Familientreffen, was hier stattfindet. Und da ist dieser Ort natürlich traumhaft geeignet. Sie haben eine neue Stelle irgendwann mal einführen wollen bei sich im Kulturreferat. Und zwar war das der Herr, der für Graffiti-Kunst verantwortlich sein sollte. Also jemand, der, so wie ich es gehört habe, freie Flächen finden sollte, wo drauf Künstler, Graffiti-Künstler eben ihre Graffiti malen durften. Mhm. Warum ist das Projekt gescheitert? Warum arbeitet er nicht mehr für Sie? Also das Projekt als solches ist nicht gescheitert. Wir haben ja auch Finanzen bekommen für Street Art und für Graffiti. Und der Kollege kam selber aus der Street Art Szene. Das heißt, er gehörte auch einem bestimmten Bereich der Street Art Szene an. Dort ist man sich nicht unbedingt immer grün, aber das ist im Kulturbereich ja öfter der Fall. Und er hat das Thema sozusagen, wie arbeitet man in einer Verwaltung, wie objektiviert man auch in einer Verwaltung und seine eigene Herkunft, seine eigene Richtung, das prallte manchmal aufeinander. Mhm. Und dann haben wir beide gesagt, im gegenseitigen Einvernehmen, so kann es nicht sein. Wir wollen nicht Leute verprellen. Und was machen Sie jetzt mit dem Thema? Wir haben ja eine Kollegin, die in diesem Bereich außerordentlich gut ist, die sich dort auskennt. Die sucht jetzt die Flächen, die ist mit den Künstlerinnen und Künstlern in Kontakt. Die arbeitet mit denen zusammen und wir haben den Verein Positive Propaganda, die das auch schon seit einiger Zeit machen. Das alles wird auch finanziell gefördert, sodass gerade Street Art ein Thema ist, was hier in München in den kommenden Jahren, aber auch schon in diesem Jahr, ja, groß aufschlagen wird.
Ich meine, Sie haben wirklich einen riesigen Bereich eigentlich, wenn man sich das alles noch mal so vor Augen führt, was da so alles dazugehört. Haben Sie manchmal das Gefühl, das ist too much, das kann gar nicht einer überhaupt handeln? Also so ein Gefühl überkommt jeden irgendwann mal. Das ist völlig klar, weil es wirklich sehr vielfältig ist. Aber dann sagt man sich, mein Gott, bisher hat man das auch geregelt gekriegt. Und selbst wenn jetzt so viel auf einen einstürmt, dass man glaubt, man schafft das nicht mehr. Es gibt ja Gott sei Dank, ich bin das ja nicht alleine, gute Kolleginnen und Kollegen, die einen dann auch manchmal ein bisschen aufbauen, aber die vor allen Dingen auch Ahnung im Kulturbereich haben. Sie haben ja das Ausscheiden von dem Dirigenten Thielemann überlebt, sage ich jetzt mal. Also schlimmer kann es ja nicht mehr werden, oder? Ich will das nicht beschwören, aber es gibt ja den Spruch, lächle, es kann nicht schlimmer werden. Ich lächelte und es wurde schlimmer. Aber ich glaube, das hat sich jetzt wieder gelegt. Oder gibt es immer noch Menschen, die sagen, Mensch, wie konnte man den gehen lassen? Nein, wir haben natürlich großartige Nachfolger gefunden in diesem Bereich. Von daher spricht die Qualität unserer Chefdirigenten dafür, dass das damals keine falsche Entscheidung war. Herr Küppers, ich wünsche Ihnen noch ganz viele gute und richtige Entscheidungen und bedanke mich an der Stelle ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr von Hofen. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Wir unterstützen die Hilfe benötigen. Gute Unterhaltung wünscht DIT München. Dreimal ganz in Ihrer Nähe.